Also, wir sind jetzt hier in der Kohlenwäsche. Und ich sagte gerade, hier wird besonders schnell deutlich, wenn ihr so wollt, was es bedeutet, mit einem historischen Gebäude, mit historischem Ensemble modern umzugehen. Das lag auf diesen Förderrändern. Das ist jetzt ein Gemisch aus Kohlenstaub, Steinstaub, Gestein und Kohlenbrocken. Das muss alles auseinander dividiert werden. Hier kann man jetzt mal sehr schön erkennen, was passiert, wenn moderne Architektur auf klassische Industrieanlagen trifft. Es war so, dass hier vor 150 Jahren im Dortmunder Westen eine Zechengesellschaft begonnen hat, ein Bergwerk zu errichten. Tiger and Turtle. Habt ihr eine Idee, warum könnte es Tiger and Turtle heißen? Wofür steht der Tiger? Ach so, ja, Geschwindigkeit. Also Wir gehen jetzt in einen Hochofen hinauf, und zwar den Hochofen 5, das ist unser Besucherhochofen. Da kann man Tag und Nacht raufgehen, 24 Stunden, 365 Tage. Dieser Splitterschutz aus sogenanntem blauem Beton würde jedem Bombenabwurf standhalten, auch heutige Bunkerknacker oder was weiß ich, würden an diesem blauen Beton nicht viel Freude haben. Und durch die Braunschweiger Bewährung da drin fallen unten höchstens kleine Sandkörnchen raus. Da ist immer oben mit dem Rüstung nochmal drauf. Als nächstes haben wir den Karl. Einen großen Applaus für Karl. Geht das, Leute? If you have a girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the gap patrol. Folded when I make sure my cast is full. Crashing, saying money, cash on. I'm from the hood trip. You grew up with holes and you sap as toes. You be celebrating the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. 99 problems and a bitch ain't one. Hit me! 99 problems when a bitch ain't one. If you have a girl problems, I'll feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. Was ist Bochum? Bitch ain't one. Einen großen Applaus für den Kerl! Thank you.
sitzen jetzt im Fräulein Coffee in Bochum und es geht jetzt gleich in den Zug. Ja, also es hat uns sehr viel Spaß gemacht, wir sind sehr überrascht worden vom Ruhrgebiet, haben uns was anderes erwartet, aber man findet sehr viel Kultur. Und natürlich gibt es nächste Woche auch wieder eine Reise zu gewinnen, denn Verena und Barbara fahren in den Europapark. Also bleibt dabei bei germany.travel/hotspots. Ciao! Tschüss!